Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von Israelnetz TV. Heute mit einem Kommentar von Egmont Prill, Theologe und Journalist beim christlichen Medienverbund KEP. Seit alters teilen die Menschen die Zeit in Tage, Wochen und Monate. Wir zählen die Jahre. Der jüdische Kalender schreibt das Jahr 5775, die christliche Zeitrechnung bald 2015. Wir denken und sprechen in einem Bild, wenn wir sagen, ein neues Jahr steht vor der Tür. Demnach werden Türen geöffnet und andere geschlossen. Ein Zeitabschnitt wird abgeschlossen. Aus aktuellem Geschehen wird schließlich Geschichte. Oft ist erst im Rückblick auf die Ereignisse zu erkennen, was Geschichte geprägt hat, wer Geschichte gelenkt hat. Der Gott Israels erklärt sich als der Herr der Geschichte. Doch genau das macht es für uns immer schwierig und drängt zu der Frage, warum so viel Tränen, Tod und Trauer auch im zu Ende gehenden Jahr 2014? Warum der massenhafte Beschuss auf Israel durch Hamas im letzten Sommer? Warum dieser tödliche Hass auf Juden? Da bin ich schnell mit meinen Fragen bei Gott und dem Gedanken, dass er eingreifen soll. Doch selbst der gläubige Hiob muss im Gespräch mit Gott erkennen, dass er angesichts der Größe Gottes besser schweigt. Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Andererseits müssen wir den Mund aufmachen, wenn es um Menschen geht. Unsere Fragen und Anklagen müssen die treffen, die Unheil anrichten und Unfrieden säen. Zwei Attentäter stürmten kürzlich eine Synagoge in Jerusalem und ermordeten mehrere Juden beim Morgengebet. Mit Äxten und Pistolen waren sie in das jüdische Bethaus gekommen, um Menschen zu verletzen und zu schlachten. Die beiden Araber zerhackten wahllos Juden, bis beherzte Sicherheitskräfte dem Treiben ein Ende setzten. Warum wird dieser Judenmord nicht beim Namen genannt und weltweit lautstark angeprangert als Judenmord? Warum schweigt das offizielle Deutschland? Gewiss, es gibt die üblichen diplomatischen Floskeln der Anteilnahme und des Bedauerns. Wo bleibt der Aufschrei der Kirchen oder der Aufruf zum öffentlichen Gedenken an die jüdischen Opfer? Wo bleiben unsere Lichterketten? Machen wir den Mund auf, zünden das Licht der Hoffnung an, treten wir in den Riss und stellen uns an die Seite verfolgter Christen und verfolgter Juden und bitten wir den Gott der Geschichte, dass er bald sein Wort Wirklichkeit werden lässt. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, das ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. Ein gnädiges Jahr 5775, ein gesegnetes Jahr 2015.